Guten Morgen. Ja, Montag, den 15. und vor 7 Uhr mit den Morning News. Ich bin heute gut aus dem Bett gekommen. Ja, zunächst möchte ich erstmal Danke sagen an den Dennis. Ganz herzlichen Dank für die Tasse und die T-Shirts. Hat ja jetzt ein paar Versuche gedauert, bis ich irgendwie die Dinger auch mal abgeholt habe von der Post. Ganz lieben Dank für die Zusendung, für die Mühe, die du dir gemacht hast. Ja, dann fangen wir direkt mal mit den News an. Ina Steiner hat festgestellt oder hat berichtet, dass eBay voraussichtlich die für diesen Mittwoch vorgesehenen Zahlen für Q4 verspätet präsentieren wird. Das liegt wohl daran, dass die neuen Steuergesetze in den USA bei den ein oder anderen Unternehmen zu Verzögerungen führen, weil sie sich erstmal im Klaren werden müssen, wie sie denn jetzt ihre Steuern bzw. ihre Gelder gegebenenfalls aus den ein oder anderen Fremdländern zurück ins eigene Land holen. Grundsätzlich wird auch eine Verspätung von der Präsentation von Amazons Zahlen erwartet. Sollte das nicht sein, wäre es das erste Mal, dass Amazon die Zahlen vor eBay vorlegt. Ja, auch von Ina Steiner von ihrem Blog E-Commerce Bytes kommt der Bericht, dass eBay mal wieder in den Vereinigten Staaten eine Umfrage gestartet hat. Die deutet darauf hin, dass eBay noch nicht so richtig weiß, wohin die ein oder anderen Änderungen 2018 gehen werden. Jedoch interessiert sich eBay offensichtlich auch sehr stark, wo ihr augenblicklich doch verkauft, und hat diesmal auch den Facebook Marketplace mit in die Umfrage aufgenommen. Ja, ich bin gespannt, was wir da noch zu hören bekommen. Amazon installiert gerade in Indien den sogenannten Great Indian Sale. Tame Bay erklärt, was dahinter steckt. Dieser soll im Übrigen vom 20. bis zum 24. Januar stattfinden. Wenn man mal auf amazon.in schaut, sieht man auch schon dort die Ankündigung. Ja, letzte Woche war auch Amazon das Thema, und zwar die Amazon Reviews. Amazon hat zum einen einmal wieder ganz fleißig die Reviews gelöscht, und nicht wenige der vermeintlichen Experten haben sich darüber gewundert bzw. haben das in diversen Videos und Blogposts thematisiert. Heute kommt da ein Artikel auch zu diesem Thema von mir. Ganz klar, im Grunde genommen sind es die meisten Seller selber schuld. Ihr glaubt den ganzen Deals, Clubs oder Bewertungsclubs, und das kann nicht funktionieren. Diese Dinger sind für euch im Grunde genommen nur schädlich. Das hätte man sich eigentlich auch von Anfang an denken können, und die ein oder anderen recht seriösen Kenner der Amazon-Szene und seriösen Experten haben schon immer die Frage gestellt, oder haben festgestellt, eigentlich können diese Review-Clubs nicht funktionieren. Warum? Im Grunde genommen ist es so, dass sowohl jeder Verbraucher wie auch in jeder Kategorie recht einfach ein durchschnittliches Bewertungsverhalten festzustellen oder zu messen ist. Wenn jetzt bestimmte Produkte oder bestimmte Verbraucher ein auffälliges Bewertungsverhalten haben, dann lässt sich das unglaublich leicht filtern, und entsprechend lassen sich diese Bewertungen löschen. Denn keine der Review-Clubs, Facebook-Gruppen oder was gibt's denn da, Shop-Doc-Deals oder wie diese ganzen Dinge halt heißen, haben überhaupt eine Anzahl an Verbrauchern, die groß genug ist, dass sich hinter den einzelnen Bewertern ein normales Bewertungsverhalten zeigen würde. Das bedeutet nichts anderes, als dass ihr dort rausgeschmissenes, dass ihr das Geld rausgeschmissen habt und dass ihr am Ende des Tages recht, ich sage das auch richtig deutlich, recht unseriösen Marketingaussagen aufgesessen seid. Ich glaube, dass ich eine Idee gefunden habe, die halbwegs funktionieren kann.
Ja, wartet mal den Artikel ab, bis ich ihn veröffentlicht habe. Im Übrigen kündigte auch Michael Gabrielidis von Amalyse diese Woche einen Artikel an, der sich grundsätzlich einmal mit der Wichtigkeit oder mit der Relevanz von Reviews beschäftigt. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir hier auch einem enormen Mythos aufgesessen sind und dass die Wichtigkeit, wie nahezu eigentlich alle vermeintlichen Experten kommunizieren, wie wichtig die Reviews sind, dass es eigentlich gar nicht sich durch Daten und Fakten belegen lässt. Warten wir mal ab, was der Michael dazu bringt. Eine kleine Vorschau findet ihr dann auch in meinem Artikel. Einige der Zahlen, die er in der Vergangenheit ermittelt hat, hat er mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Ja, wir alle kennen, wir kaufen dein Auto.de. Präsent enorm durch Fernsehwerbung. Dahinter steckt die Auto1 Group. Diese hat jetzt von der Softbank mal eben eine kleine Finanzspritze in Höhe von 460 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Und die Auto1 Group ist damit einen der höchst bewertetsten deutschen Startups mit 2,9 Milliarden Euro. Ja, im Grunde genommen kann ich das sogar verstehen. Also zumindest wir kaufen dein Auto. Das Geschäft, das verstehe ich. Das ist es ist der Einmarsch in im Grunde genommen ein schmutziges und recht unseriöses Geschäft. Ich glaube, es gibt nichts oder kein oder kaum ein Geschäftsfeld außer Marketing und Werbung vielleicht noch, das einen schlechteren Ruf hat als der Gebrauchtwagenhandel. Ich komme ursprünglich aus der Geschichte Gebrauchtwagenhandel. Nach dem Abitur habe ich mit Gebrauchtwagen angefangen, mein erstes Geld zu verdienen. Ja, und das zu digitalisieren, beziehungsweise das wirklich nachhaltig seriös zu machen, zumindestens aber gegenüber den Konsumenten ein hohes Vertrauen aufzubauen und dort den Beschaffungsvorgang zu vereinfachen oder zu digitalisieren. Ich denke mir, das ist eine ganz, ganz smarte Idee. Und wenn man so am Rande immer mal wieder hört, welches Volumen wir kaufen ein Auto schon gedealt hat, dann ist das schon wirklich beachtlich. Ja, am Mittwoch findet der dritte Wortfilter-Händler-Talk statt. 360 Grad China. Ich habe mir mal die ersten beiden Talks durch den Kopf gehen lassen und eine kleine Recap geschrieben. Aufgefallen ist mir, dass wir uns nach dem Händler-Talk eigentlich immer noch so zu einem Aftershow-Meeting treffen, unten im Kandinsky vom Startplatz, eine kleine nette Bar. Und nicht nur einmal habe ich das Feedback von den Teilnehmern erhalten, dass das eigentlich fast noch wichtiger ist als der Händler-Talk. Sprich, dieses Zusammensitzen mit den Experten und auch die Vielfalt, die sich dort ergibt. Das ist der kleine Händler auf der einen Seite und auf der anderen Seite durchaus auch mal ein Händler, der einen zweistelligen Millionenumsatz hinhaut. Und weil die Gruppe per se immer beschränkt ist auf 20 bis 30, also sehr klein ist, findet dort ein enorm guter Austausch statt. Ja, wollte ich einfach mal erwähnen, weil eigentlich habe ich damit gar nicht gerechnet, dass das, also klar, natürlich ist es nett, wenn man sich, wenn ich ein Fan vom Netzwerken, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das wirklich als so relevant wahrgenommen wird. Gestern haute der Spiegel dann eine Story raus, eine Story raus, dass C&A offenbar vor dem Verkauf an Chinesen steht. Ja, da ist man mal überrascht, was dann kommt und was die Chinesen mit C&A machen werden. Also ich denke, das lässt oder dieser Deal lässt ganz, ganz viel Raum für Spekulationen und für große Ideen. Denn C&A steht ja nun mal oder muss ja nun einmal renoviert werden. Das Konzept muss neu überdacht werden und C&A ist doch recht spät dran. Ja, die South China Morning Post hat darüber berichtet, dass Alibabas künstliche Intelligenz oder ein KI-Bot das erste Mal bei einem Lesewettbewerb die Menschen geschlagen hat. Es wurden viele Texte vorgelesen und hier heraus wurden Fragen gestellt und da war wohl Alibabas Bot vor
den menschlichen Ergebnissen. Ist interessant zu lesen, den Artikel, zeigt aber halt auch noch einmal ganz klar, wie wichtig AI werden wird und welche Möglichkeiten wir am Ende des Tages damit haben werden. Mich interessiert im Wesentlichen, wer wird denn mal die Nase vorne haben? Ist es Google? Ist es, naja gut, Apple nehme ich da nicht als Player wahr. Kommt noch irgendeine Überraschung von Microsoft? Oder ist es Amazon? Wir wissen es nicht. Mich wundert ein bisschen, dass wir hier in Amerika und Europa recht wenig darüber berichten, dass wir eigene Entwicklungen haben. Bin überrascht, dass China so sehr und so stark darauf baut. Ja, Baidu, auch ein chinesischer Technologiekonzern, stellt nunmehr eine neue Plattform vor, und zwar eine Blockchain-as-a-Service-Plattform. Schaut euch einmal an, was darunter zu verstehen ist. Die Links zu dem Artikel findet ihr, ja, wie immer unterhalb des Videos. Gut, das war's mit den Morning News. Eine Sache noch. Der Top 1 Artikel der vergangenen Woche, ja, mit über 6000 Aufrufen mittlerweile, war der Händlerbund Artikel, dass der Händlerbund sich unter Umständen seine Haftungszusage entzieht. Das werde ich wahrscheinlich jetzt mal jeden Montag bringen, also den Top 1 Artikel. Gut, das war's mit den Morning News. Heute etwas früher, und ja, ich wünsche euch eine großartige Woche, und scheiß auf Umsatz, der Reibach zählt. Das heißt, ich wünsche euch einen tollen Reibach, und es würde mich freuen, wenn wir uns am Mittwoch sehen würden. In Köln bei einem leckeren Kölsch. Bis dann, tschüss.